wir. Ja. Dieses Spiel geht jetzt seinem Ende zu. Das ist es, das ist das Weltentor. Furchteinflößend, ich habe es mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Wir müssen unbedingt zusammenbleiben, sonst sind wir verloren. Toll, Julia. Du hast recht, was? Ton? Ist sie doch. Sie könnte sich überall auflauern. Redovan? Ach, Redovan, Redovan, Redovan. Die ich dich einfach nicht leiden kann. Toll. Toll, hallo, wer bist du denn? Oh, Gegner. Oh Gott, ich sehe dich ja gar nicht richtig. Hallo, du hast drei Fragezeichen. Schön. Wie geht's denn dir so? Oh Gott, schon wieder so ein Scheiß, Mann. Okay, ja, gut, auch schön. Toll, dass du so stark bist. Wie geht's denn jetzt? Ja, nee, ist klar. Toll. 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 Ganz toll. Irgendwelche Gegner, die einfach angreifen und nichts können. Auch schön. Naja, gut. So. Jack der Stolz. Und hier kommt dann nach unten. Redovan, der Hass, genau. Und jetzt kommen hier noch ein, zwei. Drei Gegner und ein Endboss. Oder zwei Endboss, ich weiß nicht so genau. Ja, zu dir gehen wir nicht mehr. Du bist doof. Du willst uns dauernd angreifen und lebst du mal weiter, wenn wir dich angreifen. Ich glaube, wir nehmen Schaden. Nein, nehmen wir nicht. Schön. Okay, gehen wir mal weiter. Und guck noch mal, was hier ganz oben ist. In dieser Map, die sich einfach mal wiederholt. Garantiert. Ich weiß nicht so genau. Ne, sie wird sich nicht, wiederholt sich nicht, aber sie ist einfach mal zu Ende. Sie ist einfach mal riesig. Ich hätte vielleicht den Gegnern folgen sollen, die irgendwo rumlaufen. Toll. Ja, alles leuchtet. Ich denke mal, jetzt, wenn ich Gravitation eingesetzt. Ach, nicht Gravitation, sondern. Hier ist der Scheiß. Offenbarung. Alles soll offenbart werden. Eingesetzt hätte, dann hätte ich jetzt voll viel gesehen. Aber ich sehe auch so überhaupt nichts. Schön, da ist einfach nur so ein Nebelbild drüber gelegt. Jetzt sieht man auch sogar die Ränder. Schön. Toll gemacht. Nein, nein, ist okay. ja. Ich bin auf einer Riesen-Map, in der ich nicht weiß, wo ich hin muss. Was ich natürlich total toll finde. Ich hätte auch diesen Gegner einfach mal wieder besiegen müssen. Hallo, Gegner. Hallo. Tot. Ja, und nu? Ja, greife ich doch mal an. Genau. Ja. Da ist noch ein Gegner. Okay, schön. Ja. Toll. Tschüss. Was ist doch ein anderer Gegner, oder? Ah! So, jetzt Monsterbuch gucken. Was ist denn hier los? Das ist so ruhig hier. Schön. Ja, es gibt zwei verschiedene Fragezeichen, Fragezeichen. Nu? Ich weiß nicht so genau. Wenn ich dich nochmal tot will, kommt dann wieder einer Neues dazu. Weil den anderen haben wir zweimal getötet und ist neuer dazugekommen. Glaube ich zumindest, vielleicht war der auch von schon vorher da, ich weiß es ja nicht. Da. Okay. Einfach mal irgendwelche komischen Menschen töten, die überhaupt nichts bringen. Okay. Schön. Ja. Ob ich nicht einfach nicht speichern darf. Diese drei? Ich habe alle zweimal besiegt. Kommt noch mehr. Töten mich noch mal. Ja, schön. Okay, nochmal. Jetzt hänge ich fest. Toll. Ich muss weglaufen jetzt gleich. Schön. Und da ist noch jemand. Bist du einer von denen, die ich schon getötet habe, oder bist du ein ganz anderer? Ich weiß es so genau. Ich weiß sowieso nichts genau. Ja, genau. Greif uns doch mal an, wieso nicht? Schön.
Schön. Klasse. Ja, tschüss. Mir reicht's. Ja, jetzt sind's 4 Leute. Gucken wir im Monsterbuch mal nach. Ups. Okay. Werden immer mehr, je mehr ich kämpfe, glaube ich. Ob mir das was bringt. Hallo. Kommt, Leute, wir rennen jetzt einfach mal alle zusammen. Wir sind ein großes Team. Wir treten jetzt gegen Redewan an. Ist da was? Nee. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder für eine Scheiße ausgedacht? Da war was. Aber ist das schon wieder nur so ein Fragezeichen? Ja. Okay. Ich muss mir mal das Vieh angucken. Was kannst du, hä? Hä, wo ist er jetzt? Da unten, da unten. Oh, knack, 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 knack. So. Ja, klasse. Stark bist du. Irgendwelche verpixelten Gegner. Wird 6 von jedem kalt gemacht. Dich nochmal hauen? Ja, ich hau dich nochmal. Wir haben jetzt alle zweimal gehauen. Ja, irgendeinen habe ich dreimal gehauen. Egal. Ich weiß nicht, ob es jetzt so viele werden, bis ich hier überhaupt nicht mehr laufen kann oder so. Oder ob es jetzt irgendwie total bekloppt ist, einfach nur. Ich weiß nicht, was es soll. Ja, jetzt konzentriert euch doch mal drauf, dass ihr hier weiterkommt oder sowas. Hallo, hier in dem Weltentor ist alles möglich. Yay! Toll. In dem Weltentor kann ich auch laufen. Schön. Toll, dass alles möglich ist, Maler. Wo ist das Bullmann? Komm, wieso buddelst du nicht, du Ekelhafter? Julia. Frostbrecher, auch sinnlos. Susuna. Traumwandler. Ja, auch nicht. Fehlt auf die Gegner? Ne, macht auch keinen Sinn. Sprachmeister. Mir bringt auch nichts. Was soll es auch bringen? Fea. Kraftschuh. Was soll ich schieben? Tapio. Schockleiter, auch nicht. Technik. Terrasa. Sprengklomme bringt auch nichts. Sarosch. Meeressynthese. Toll. Ich kann hier überall eh langlaufen. Aber jetzt bin ich unsichtbar. Hihi. So gefährlich. Wenn ich unsichtbar bin. Verdammt! Mann, das sollte meine letzte Aufnahme werden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, Leute, am besten suche ich jetzt erstmal ein bisschen auf Stream rum. Gucken, was passiert. Ist hier was? Nee. Bis gleich. Hallo, Leute. Ich habe irgendwas entdeckt. Hier ist ein Kristall mittendrin irgendwie gewesen. Sprecht ihn mal an. Das ist der doch. Okay, ich habe den die ganze Zeit nicht gefunden. Ich irre hier schon die ganze Zeit rum. Keine Ahnung, warum ich ihn nicht entdeckt habe. Der Schöpfungskristall. Geil, oder? Okay, es war wohl irgendwie richtig, dass ich das gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich schon mal an dem vorbeigelaufen bin. Bin ich schon mal an dem vorbeigelaufen? Öfter, toll. Ja, ich habe den nicht gesehen. Klasse. Schön. Jetzt ist er einfach verschwunden. Ja, toll. Jetzt muss ich den schon wieder suchen. Wie ich einfach an dem Schöpfungskristall vorbeilaufe. Guck mal, der Schöpfungskristall. Ja, schön, toll. Deswegen sind wir eigentlich hier. Ja, wegen dem Schöpfungskristall. Ach ja. Gehen wir mal weiter. Toll. Oh. So, ja, wo ist er jetzt hin? Ja. Hier sind einfach haufenweise Leute, die mir hinterherlaufen, mich hauen wollen. Aber da habe ich natürlich keinen Bock drauf, deswegen lasse ich die einfach in Ruhe, weil es bringt mir nichts. Gegen die zu kämpfen, die machen mir keinen Schaden. Null. Also wirklich gar nichts. Die machen nichts. Egal, ob ich mich verteidige oder nichts mache. Also dementsprechend nichts mache, flüchte, angreife oder sonst was. Die sind einfach total die niedrigen Attribute. Und ich gehe mal davon aus, dass ich den Schöpfungskristall jetzt irgendwie nochmal finden muss. Oder auch nicht. Oder habe ich ihn doch aufgenommen?
Das bringt mir ja auch so voll die Punkte, weil ich meine, ich bin da schon drin. Schöpfungskristall, ich finde dich. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich renn einfach mal wieder nach rechts und runter und das ist so toll. Ich cutte mal wieder. Tja, ich gehe 3 Meter weiter und da ist er schon wieder. Schon wieder. Schnell, bevor er wieder verschwindet. Und zack ist er weg. Wetten? Was ist hier los? Da stimmt doch was nicht. Ich suche ihn mal nochmal. Hallo, ich habe schon wieder ein Kristall gefunden. Und ich glaube, das führt zu nichts. Können wir das denn nicht, können wir denn nichts tun, als ihm zu folgen? Oh, jetzt passiert was. Oh. Mama. Wir sind. Mala, mala. Anderer Ort, mala. Sieht ganz danach aus, aber wir haben keine Zeit darüber nachzudenken. Gehen wir weiter. Toll. Ich darf immer noch nicht speichern. Mich schaden? Nein. Schön. Dieser Kristall. Ist das der echte? Ja, das ist er. Oh, schön. Gut, dann gehen wir wieder. Tschüss. Und da stehen sie alle 10 nebeneinander. Voll geil, weil sie haben Kinder. Redovan. Ich will ehrlich zu euch sein. Ich bin verdammt überrascht, euch hier anzutreffen. Niemals habe ich damit gerechnet, dass ihr es tatsächlich schafft, die Bruchstücke von Gossam, Neka und Seth an euch zu bringen. Ich habe euch unterschätzt. Naja, hör auf zu labern. Alter, Zeit, das ist jetzt nicht dein Ernst. Leila quatscht dir die ganze Zeit die Birne von der Rübe, ja? Und zu der sagst du nach 3 Sätzen, hör auf zu labern? Ich graf's ja echt nicht. Du wirst deinen Gefährten folgen und dann werden wir den Schöpfungskristall mitnehmen. Einfach so. In Enderzeit, bei all dem, was ihr erlebt habt. Ihr habt immer noch nichts verstanden, oder? Grr. Das sagt Tamrasse auch immer. Wir sind hinter dem Weltentor. Solange wir hier sind, habt ihr keine Chance zu überleben, denn das ist mein Reich. Haha. Selbst wenn ihr es schaffen würdet, mich zu töten, ihr würdet nie wieder zurückkehren können. Habt ihr das Tor erst einmal durchschritten, kann man nicht mehr zurück, solange bis es jemand von außen öffnet. Aber wenn das so ist, kannst auch du nie wieder in unsere Welt zurückkehren. Hätten wir eigentlich gleich wegbleiben können, ha? Scheiße. Dein Ziel, nämlich es wieder zu vollen Kräften zu helfen, wäre damit völlig sinnlos. Ach ja. Oh. In der Tat. Da ihr Gossam, Neka und Seth getötet habt, scheint es keinen mehr zu geben, der mir das Tor öffnen könnte. Hätten mich da einfach drin gelassen. Allerdings, das ist eh ist abgeschnitten gewesen, genau. Habe ich eine ziemlich gute Absicherung. Und was soll das für eine Absicherung sein, Mädel? Na ihr! ich kann mir nicht vorstellen, dass euch niemand befreien wird. Denn sonst wären auch eure Bemühungen vollkommen umsonst gewesen. Die Nasia wird nicht zulassen, dass ihr oder ihr geliebter Schöpfungskristall auf ewig hinter dem Weltentor verbleiben. Tja, früher oder später hat sie keine andere Wahl, jemanden damit zu beauftragen, das Tor zu öffnen. Es ist wohl bloß eine Frage der Zeit. Was sagt, wer sagt denn?